that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Das bin ich, Dominika. 7 Tage will ich unter Hippies leben. Bei Eriks Familie. Erik ist Hippie der ersten Stunde. Erik wohnt hier zusammen mit Mimosa, seiner Tochter. Und seiner Freundin Petra. Und mit Leuten, die hier sonst so vorbeikommen. Was ist hier übrig geblieben von der Idee von Love, Peace and Harmony, von der absoluten Freiheit? Sind sie glücklicher als wir? Und davon handelt dieser Film. Erik und seine Familie leben hier, auf Formentera. Seit Jahrzehnten ist das eine Hippie-Hochburg. Hier also soll das Glück wohnen. Ohne Nachbarn, ohne Zäune, ohne Zwänge. Dafür mit viel Grün. Ungefähr. Okay. Dann haben wir ein Tupperware. Tupperware. Und dann machst du am besten nach jede halbe Tafel. Passt genau. Einmal so. Viel Spaß. Ei, ei, Captain. Das Blöde an der Freiheit ist ja, dass es sie nicht umsonst gibt. Selbst bei den Hippies. Deshalb muss ich auch schon an meinem ersten Tag mit anpacken. Brötchen backen. Zum Verkauf auf dem Hippie-Markt. Damit finanziert die Familie ihr Glück. Erik kam vor 45 Jahren aus den Niederlanden nach Formentera. Mit 18. Bis heute hatte er noch nie einen festen Job. Nur im Sommer hat er eine echte Arbeitswoche. Mittwochs und sonntags. Dann ist Markt. Dann machst du die ein bisschen flach in der Mitte. Ja. Nimmst einen Löffel Schokolade. Dann drückst du die Mitte ein. Okay. Siehst du, so, so. Von links und so. Rechts und oben und unten. Und dann platzen sie von oben. Du kannst auch gerne den ganzen Sommer hier bleiben, wenn du möchtest. Ich könnte meine Hilfe brauchen. Du hast schon einen ziemlich getakteten Zeitplan, ne? An so Tagen. Zack, zack, zack. Ja, ja. Ich sorge dafür, dass hier Geld reinkommt. Egal, Hippie oder nicht Hippie. Arbeit ist Arbeit. Danach kannst du so Hippie sein, wie du möchtest. Arbeit ist Arbeit. Erik, der kriegt von mir manchmal auch Stress. Er darf froh sein, dass wir heute zeitig angefangen haben. Erik, hast du deine Medizin eigentlich überhaupt noch genommen heute Morgen? Und so geht das hier jeden Tag. Ich komme mir schon fast wie eine Oma vor. Da fehlt noch ein Brötchen da auf der Ecke. Kannst du das da hinstellen? Bueno, Germancito, ¿cómo vamos? Mit den Brötchen in Juli und August kommt richtig Geld rein, aber dafür müssen wir dann auch den Rest vom Jahr leben. Ja. Reicht das euch? Es könnte eigentlich sehr gut reichen, aber das Geld kann nicht mit mir umgehen. Nein, das Geld kann nicht mit mir umgehen. Ja, ich schmeiße immer ganz, ganz einfach wieder raus. Wenn ich hier Leute habe und so, dann mache ich eigentlich normalerweise auch die Einkäufe, ich koche. Wenn ich was zu rauchen habe, dann rauchen alle mit. Und das finde ich auch lustig so. Aber das Geld an sich sagt mir nicht so viel. Das find ich auch viel besser, dass Mimosa mijn geld zag geregeld, weil ich schmeiß alles raus. Da ist sie ja. Du Wäsche aufhängen? Nee, ich mach das schon später.
Das hier ist sowas wie eine Shopping-Mall für Hippies. Oder für die, die mal einen echten Hippie sehen wollen. Hippies gibt's hier schon seit Mitte der 60er. Damals waren viele Hippies auf dem Weg nach Goa, in Indien. Formentera war ein beliebter Zwischenstopp und manche Hippies sind einfach hier geblieben. Für die Touris ist der Hippie-Markt ein netter Ausflug in vergangene Zeiten. Mimosa braucht ihn zum Überleben. I numb the pain at the expense of my liver. Don't know what I did next. All I know, I couldn't stop. Sometimes revenge is a choice you gotta make. My mama came from a softer generation where you get a grip and bite your lips just to save your little face. Go and fix your makeup, girl. It's just a breakup run and hide your crazy and start acting like a lady. Cause I raised you better. Gracias, thank you. ¿Alguien más? ¿Voluntarios? No, sí, no, a veces. Gracias, vale, voy. ¿Ya? Gracias. Falta por ahí arriba. ¿War das heute ein erfolgreicher Tag? No, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wieso? Die Musik war eigentlich ganz in Ordnung, aber die Leute, die haben nicht so wirklich mit funktioniert. Und was Geld betrifft, da war ja überhaupt nichts drin. Und das tut dann weh. Mimosas Glück hängt von den Marktbesuchern ab. Hört sie hier schon auf, die Freiheit? Wenn Erik kocht, dann für alle. Für Freunde, Nachbarn und immer mal auch für Leute, die er eigentlich kaum kennt. Macht er häufig. Eriks Tür steht für jeden offen. Und die Leute kommen gerne. Das war schon immer so. Tag und Nacht. Haustürschlüssel ist nicht. Hat's auch noch nie gegeben. Freiheit heißt hier auch Vertrauen. Also Mimosa, ich habe keine Ahnung, was ist. Wir fangen an beim Reis, würde ich sagen. Okay. Dadi doch. Und arbeiten uns langsam vor. Buffet libre. Blanco. Mit Erdnussbuttersoße. Dann haben wir Eier in Curry-Kokossoße. Dann haben wir Kokosnuss mit Erdnüsse überbacken. Die kommen auf den Reis. Wenn das Essen zu scharf ist, dann isst du eine Gurke, dann ist es nicht mehr so scharf. Guten Appetit. Dankeschön. Ich kenne ehrlich gesagt keinen, bei dem ich einfach mal so, ohne wochenlange Vorplanung, mit 12 Leuten zum Essen antanzen kann. Fühlt sich gut an. Was kann ich sagen? Hallo. Hippies sind Menschenfreunde. Hier muss sich keiner beweisen. Mit Yachten, schicken Finkas oder einem dicken Bankkonto. Hat hier ja auch keiner. Das kann richtig frei machen. Dann nämlich zählt, was übrig bleibt. Vielleicht ja Glück. Mindestens aber ein entspannter Abend. Zumindest heute. Was kostet so ein Leben? Verzicht. Fließend Wasser wäre jetzt schön. Eine richtige Dusche und ein Klo mit Spülung auch. Stattdessen 360-Grad-Panorama. Filtermaterial drin. Wie viele Joints rauchst du eigentlich am Tag? Unterschiedlich. Komm
Kommt darauf an, was für Zeug ich habe. Kommt auch darauf an, was ich gerade in dem Moment am Tun bin. Erik kifft seit 50 Jahren. Jeden Tag. Das macht zwar high, kostet aber Gesundheit. 2 Herzinfarkte. Alles hat seinen Preis. Aber ich rauche schon gern, muss ich sagen. Eigentlich rauche ich auch ein bisschen zu viel. Manchmal rauche ich auch ein bisschen viel, ein bisschen mehr, als ich eigentlich rauchen möchte. Ich denke, ich könnte ein bisschen, ruhig mal ein bisschen weniger rauchen. Aber ich habe keine Verantwortung niemandem gegenüber. Wenn der Arzt mir das sagt, dann kann ich mir was bei vorstellen. So wegen Gesundheit. Aber das sage ich auch. Ich meine, vielleicht könnte ich zwei Jahre lang leben, wenn ich jetzt meine Joints aufgebe. Aber viel länger dauert es sowieso nicht. Ne? Aber ich habe meine Runde gedreht. Ne? Ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich habe glücklich gelebt. Ich hätte schon längst tot sein müssen, normalerweise. Aber heutzutage können die da irgendwie was machen. Dann lebst du einfach weiter. Und ich hab da keine Angst. Petra ist seit 13 Jahren mit Erik zusammen. Irgendwann stand sie bei ihm vor der Tür und ist einfach geblieben. Seitdem Hippie-Leben. Wie viel Platz bleibt eigentlich in einer Kommune für die eigenen Träume? Hier, klein aber fein, ist meine kleine Werkstatt. Weißt du, dann wühle ich hier so über das Material, weißt du, was ich habe. Ein bisschen rum, Schaumstoffrollen, Stoffreste. Und dann bin ich hier so am Rumbruscheln. Und mach das eben, ne, weil es mir Spaß macht. Hab aber im Moment leider total wenig zu tun. Ne, also so die Aufträge und die Näharbeiten oder so, wo ich dachte, also es könnte jetzt mal ein bisschen bergauf gehen oder so, das hat jetzt nicht so funktioniert. Und ich lebe so von Hand in Mund im Moment. Und hier habe ich dann auch manchmal gesessen und hab gedacht, ach, wenn du jetzt so jemanden hättest, der mit dir so Sachen zusammen macht, ne? Noch jemand, der so ein bisschen mitwuselt, ne? Dass man so, weißt du, sich so gemeinsam wieder so Ideen zuspielt. Ne? Aber hier waren doch immer super viele, oder sind ja auch immer super viele Menschen, die hier Erik besuchen und Freunde hier und da. Wäre da nie jemand dabei gewesen, der diesen Platz hätte füllen können? Mm-mm. Nee, war noch keiner dabei. Der Erik mit seiner sozialen Ader, ne, so viele Menschen, wie der hier schon aufgenommen hat. Ne, vor allen Dingen, wenn es irgendwie mit Pärchen oder einzelner Person mit Kindern oder so, dann geht sein Herz auf. Und dann dürfen die hier leben und eben auch ein bisschen mitwirken, ne, so je nachdem, was so zu tun ist und so. Ne, dann ist das die Großfamilienwelt. Und dann denke ich, ach, es kommt ein Mann ins Haus. Endlich mal einer, der mal mit anpacken kann. Ich hätte mal einen Elektriker gebrauchen können, ich hätte mal einen Schreiner gebrauchen können, einen Mechaniker gebrauchen können. Aber nein, es kommen nur Musiker, Künstler, Freidenker, Mädels, die dann irgendwie sowieso nur unterkommen wollen können müssen. Das hat dann irgendwie nicht viel mit mir zu tun. Also nicht mit meiner Abteilung. Oh, es hallt ja total lustig. Hallo! Freiheit kostet Kraft. Das lerne ich an meinem vierten Tag. Und das ist jetzt Grundwasser oder Regenwasser? Regen und Grundwasser. Vornehmlich aber Regenwasser. Das Wasser müssen die Hippies jeden Tag kanisterweise vom Brunnen zum Haus schleppen. Oh, ist das schwer. Oh. Nicht so, so. So? Ja, genau. Und weitermachen. Sehr gut.
Tja, hast du wieder Arbeit die ganze Woche? Das glaube ich. Aber kriegst du Muckis von? Ja. Alles klar. Und jetzt zum Haus bringen. Hippie sein kann anstrengend sein. Nicht nur wegen der Schlepperei. Kein Luxus. Aber dafür kriegt man hier grenzenlose Freiheit. Ich hätte gerne mal Nein gehört. Ich denke, dass es auch wichtig ist für Kinder, um manchmal Nein zu hören. Das heißt, du durftest alles machen, was du wolltest? Das ist ja eigentlich eine Traumvorstellung für ein Kind. Ja, aber wenn du dann erwachsen wärst, dann ist das nicht so schön. Und ich hätte mir auch, natürlich ist, alle meine Freunde haben immer gesagt, boah, ich würde so gerne so leben wie du, aber so schön ist das auch nicht, weißt du? Wenn dein Vater fast jeden Abend ausgeht und hier spielen muss, da spielen muss und du gehst dann immer mit und kannst nicht in dein eigenes Bett schlafen, weil du wieder hier bist oder da bist. Ich durfte auch in Wochentage bei Freundinnen schlafen. Das war für mich dann wieder super, weil da gab es Struktur. Da musste man um 8:30 duschen, um 9 Uhr wurde gegessen, dann durfte man noch ein bisschen spielen und dann wurde man ins Bett geschickt. Geschichte lesen, schlafen gehen, morgens früh aufstehen, Erwachsener, der mit dir aufsteht, Frühstück machen und pünktlich in der Schule sein. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft mit meinem Vater. Aber ich bin eigentlich ganz glücklich, was aus mir geworden ist, ohne die ganze Struktur. Weil ich habe aus mir selber viel gelernt und habe auch immer bei anderen Kindern abgeguckt, was die Eltern dann gemacht haben. Und ein bisschen auf Basis davon suche ich ein bisschen das Ebengewicht zwischen zu viel Struktur und überhaupt keine. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich tue aber mein Bestes. Ordnung, Pünktlichkeit, Pläne schmieden. Das ist nicht Eriks Welt. Freiheit und Struktur passen für ihn nicht zusammen. Muss man egoistisch sein, um wirklich frei zu sein? Und bezahlen am Ende nicht immer die anderen dafür, dass man selbst in absoluter Freiheit leben kann? Also ich sehe das so. Die Freiheit ist ein schwierig Ding, ganz bestimmt. Der Mensch sucht immer nach Struktur, wo er sich irgendwie dran orientieren kann. Mhm. Es ist so. Und dann sind also viele, die dann eben dieser Freiheit irgendwie einfach umkippen, zugrunde gehen. Und ich spreche jetzt gar nicht mehr, ich meine, es hat ja hier auch schon immer viele Drogenexzesse gegeben. Jetzt spreche ich auch von den harten Drogen oder so, ne? Aber wenn ich mir allein die Alkoholiker hier alle so angucke, ich trinke ja selber genug. Also, ne, die Freiheit habe ich ja auch, ne? Und ich habe es ja auch gelernt hier, ne? Habe ich ja vorher gar nicht drauf gehabt, ne? Und das macht was aus. Und das ist nicht unbedingt immer so positiv. Bringst du Struktur in Eriks Leben? Darauf kann ich nur ein Nein sagen. Die Struktur, die ich mitgebracht habe, die auch ganz gut so dahin passt, aber Erik hat seine eigene Struktur, der lässt sich nicht viel aufs Auge drücken. Es steht schon so, dass man sich eher dem Erik anpasst, als umgekehrt, ne? Also dann funktioniert alles gut, aber Erik ist jetzt nicht der jetzt sich an mein Lebensstil oder an irgendwas von mir anpassen würde, ne? Also ich muss schon so weit, wie es geht oder so, wie es eben auch schön ist, mich an sein Leben anpassen. Aber hast du ja auch ein bisschen Freiheit dann von dir eingebüßt. Ja, das habe ich. Oh, ein Lüderlein. Mimosa war noch klein, als ihre Mutter sie verlassen hat. Ihr blieb nur ihr Vater. Hi ho, let's go. Wieso benutzt du deine freie Zeit mit Ibrahim nicht, um dieses schöne Tischlaken, was ich gekauft habe, mal abzuschneiden? Hm? Vielleicht könnt ihr ja auch mal ein neues dran. Komm, Assi. Vale. Vale? Okay. Da würde ich sagen, fangen wir mal hier an.
Okay. Fühlst du dich verantwortlich für deinen Papa? Ich bin verantwortlich für meinen Papa. Ich fühle mich nicht verantwortlich. Ich bin verantwortlich für meinen Papa. Bin ich schon immer gewesen. Das ist aber auch eine ganz schön große Last. Ja, ist es. Aber ich tue es gerne. Ist ja meine einzige Familie. Aber es ist schwierig manchmal. Da kann ich nicht Nein sagen. Aber ich kann nicht einfach weglaufen und gucken, was passiert. Weil wenn ich Erik und Petra hier alleine lasse, dann ist das überhaupt Riesenchaos. Dann geht gar nichts mehr hier. Inwiefern? Insofern, dass die Petra nicht arbeitet und wenn sie arbeitet, kein Pfennig Geld ins Haus steckt. Die sind sich die ganze Zeit gegenseitig am Ärgern. Sie sagt schon seit 7 oder 8 Jahren, das ist der letzte Sommer, den ich bei euch bin. Und ich gehe weg und ich habe keine Lust mehr und ihr könnt mich alle mal. Aber sie geht nicht weg. Ist natürlich sehr bequem, wenn du bei jemandem im Haus wohnen kannst, ohne dass du bezahlen musst, ohne dass du überhaupt irgendwas machen musst. Es wird für dich eingekauft, es wird für dich gekocht, deine Miete wird bezahlt, dein Zahnarzt wird bezahlt. Du kriegst ein Auto unterm Arsch, die Versicherung wird bezahlt, du kriegst Benzin. Zigaretten kaufen hat sie auch noch nie von gehört. Weil die raucht mir einfach meine Zigaretten weg und ich bezahle alles. Und das ärgert mich ein bisschen. Ab und zu schlafe ich hier. Ich finde das total gemütlich, das ist meine kleine Kuschelecke. Wenn mir alles zu viel wird, dann rolle ich mich hier rein. Das hatte ein bisschen was von Camping. Was sagen denn eigentlich deine Freunde in Deutschland und deine Verwandtschaft zu deinem Leben? Oh Gott. Meine Freundinnen fragen schon mal, wann kommst du denn wieder zurück? Meine Schwester, ich habe 2 jüngere Schwestern, die eine sagt auf jeden Fall auch, also Petra, wie lange willst du das überhaupt noch machen? Es ist schon so, weil man kann so ein Leben leben, aber das ist ja nicht so. Das mache ich ja nicht, wenn ich mal so langsam so aufs Rentenalter zukomme oder so. Also ich sehe mich nicht mit 80 noch hier sitzen. Sagen die denn, die Zeit hat dich hier verändert? Die kennen dich ja quasi noch aus Deutschland, wie du groß geworden bist, mit allen Annehmlichkeiten, die das Leben hat. Und dann bist du ja hierher gekommen. Also, dass ich mich jetzt großartig verändert habe, das hat mir keiner gesagt. Also, dass die Zeit mich hier sehr verändert hat, ne, hat keiner gesagt. Mhm. Hat sie dich denn verändert? Aber sicher. Mit jemandem zusammenzuleben, der auch nicht immer ganz so einfach ist, ne, und man sich da irgendwie auch dran misst und irgendwie da reift man ja auch dran, also das bringt auch eine Veränderung. Aber wenn ich mich so umgucke und mich hineinschaue oder so, dann denke ich mal, Petra, also bist du viel weitergekommen, nicht echt, ne? Was meinst du denn, ist von den Hippies von damals übrig geblieben heute? Nicht viel. Der Erik konnte sich dieses Leben auch nur leisten aufgrund der Form der Gesellschaft, die wir haben. Wovon hätte er denn sonst hier gelebt oder was hätte der denn gemacht? Ich meine, indirekt gehöre ich da genauso dazu. Mhm. Wenn wir nur Hippies auf der Welt hätten, dann wäre die Welt vielleicht ganz nett. Aber Luxus gäbe es nicht, also müsste jeder irgendwie noch ganz schön knabbern und in den Garten gehen und auch mal ein paar Kartoffeln aus dem Boden holen, wenn er was essen will. Ist es das, was hier übrig geblieben ist? Von Love, Peace and Harmony? Danke. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, dass sie gar nicht teilnimmt an das Ganze, was hier abgeht. Petra jetzt? Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich die Petra gewesen wäre, dann wäre ich schon längst weg gewesen. Ich hätte die Ehre an mich selber gehalten und ich wäre weg. Ich habe es auch mal probiert, hier rauszukriegen.
Und da war ich manchmal echt nicht nett zu ihr, weißt du, aber die das einfach akzeptiert. Dann habe ich keinen Bock, um irgendwie noch unnetter zu werden, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber ja, hat nichts gehört. Ihr habt es nicht einfach miteinander, ne, Petra und du? Nee, aber wir sind doch zwei total verschiedene Welten eigentlich. Warum habt ihr euch dann ineinander verliebt? Ich habe mich ja gar nicht in dich verliebt. Die hat sich in mich verliebt irgendwie. Oder vielleicht hat sie sich auch gar nicht in mich verliebt. Mein letzter Abend. Ein letztes Mal mit Mimosa am Meer. Du hast für ganz schön viele Menschen Verantwortung. Ja, leider schon. Woher ziehst du die Kraft dafür? Weiß ich nicht. Es ist sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn die das nicht einsehen. Weil am Ende bin ich immer die Schlechte. Weil ich habe das wieder nicht gemacht und ich habe das nicht gemacht, aber die sehen nicht alles andere, was ich mache. Ich habe keine Zeit, meine eigenen Sachen zu machen, weil ich immer für jemand anders was zu tun habe. Und das muss jetzt auch endlich mal zu Ende sein. Ich habe auch Recht auf ein Leben. Ich könnte viel mehr mit meinem Leben als die Hippie-Tochter sein, die Brötchen bäckt und auf dem Markt singt. Ich kann viel mehr als das, aber für mich ist es viel wichtiger, um bei meinem Vater zu sein, um meinen Vater glücklich zu sehen, als alles Geld und alles Materielles, was ich irgendwo anders vielleicht finden könnte. Ich habe ein anderes Leben angefangen, irgendwo anders, aber ich kann nicht ohne meine Insel, ich kann nicht ohne meinen Vater, ich kann einfach nicht ohne sie. Mein Vater ist alles, was ich gehabt habe, mein ganzes Leben. Er war immer da. Besser oder schlechter. Der hat natürlich Fehler gemacht. Alle haben Fehler gemacht. Aber die Liebe, die mein Vater für mich hat, das haben sehr, sehr wenige Leute auf dieser Welt. Obwohl sie alles Materiale haben können. Aber die Liebe, die mein Vater für mich hat und die ich für ihn habe, das findest du nicht jeden Tag. Tage war ich unter Hippies. Ich habe viel gelernt über Liebe und über Glück und Unglück. Ich habe eine Familie gefunden, die ein anderes Leben führt als viele Menschen, die ich kenne. Die hier versuchen, ihren Traum von Freiheit zu leben. Freiheit, für die der ein oder andere einen hohen Preis zahlt.